Ja, willkommen zurück zu Medizintechnik 2. Und in dem Video heute wollen wir uns die Computertomographie noch ein bisschen genauer anschauen und noch ein paar weitere praktische Details uns angucken. Computertomographie, dritter Teil. Und in dem Video heute wollen wir uns ansehen, wie sieht es eigentlich mit der Ortsauflösung aus in solchen Bildern? Wie misst man die? Was ist überhaupt Ortsauflösung in dem Bild? Dann wollen wir uns ansehen, Rauschen. Wo kommen die Rauschquellen her? Und wie verhält es sich mit dem Rauschen im Bild? Und am Ende wollen wir uns auch ein paar typische Artefakte angucken, so dass ihr die dann auch in dem Bild wiedererkennen könnt und auch quasi damit wisst, woher die Quelle dieses Artefakts kommt. Also, soweit haben wir uns die Bildrekonstruktion angeguckt und uns überlegt, wie das Bild überhaupt zustande kommt. Und tatsächlich gibt es aber auch so ein paar praktische Dinge, die wir im Hinterkopf haben müssen, wie zum Beispiel Ortsauflösung, Rauschen und die Artefakte. Und das werden wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten mal ein bisschen genauer angucken. Nun, die Ortsauflösung ist im Wesentlichen ein Maß dafür, wie gut kleine Strukturen dargestellt werden können. Das ist natürlich wichtig für Gefäße, Kalzifikationen, also kleine Kalkeinschlüsse, dass die gesehen werden können, weil die für die Diagnostik wichtig ist. Das heißt, da braucht man eine hohe Ortsauflösung. Und insbesondere interessiert uns die Auflösung in der XY-Ebene, also in der Schichtebene hier. In der Z-Richtung ist sie im Wesentlichen dadurch dann bestimmt, wie viele Schichten ich aufnehme und so weiter. Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal nur XY an. Die Auflösung hängt bei CT an einigen wesentlichen Faktoren, und zwar der Fokusgröße SF, die quasi die Verschmierung im Bild bestimmt. Dann natürlich an der Scangeometrie, die Distanz vom Isozentrum bis zum Fokus RF, sowie die Distanz vom Isozentrum bis zum Detektorzentrum RD, dann die Abstände zwischen den Detektorelementen, also wie groß sind die Detektorelemente, die wir als Delta S oder Apertur SD dann bezeichnen, und natürlich auch noch die Bewegung, die quasi während der Akquisition stattfindet. Das kann nochmal eine zusätzliche Verschmierung bedeuten. Und dann kann auch noch der Rekonstruktionsalgorithmus, je nachdem, wie der eingestellt ist. Ihr erinnert euch daran, wir haben da zum Teil hohe Frequenzen etwas gedämpft. Das kann natürlich auch einen Einfluss auf die Bildqualität haben, dass die Bilder etwas unschärfer werden. Das heißt, auch unser Rekonstruktionsalgorithmus kann einen gewissen Einfluss haben. Wenn wir die Sachen uns jetzt noch im Detail ansehen können, dann sehen wir sehr gut, dass die Ortsauflösung zum Beispiel mit Fokusgröße und die Größe vom Detektorelement beide wesentlich sind, um quasi festzustellen, wie stark die Verschmierung im Bild ist. Um die Verschmierung durch den Fokus auszudrücken, müssen wir quasi ausrechnen, wie groß die Fokusgröße in der Rekonstruktionsebene ist. Und dafür müssen wir eben zurückrechnen können, wie stark die Vergrößerung von dieser Verschmierung an dem Pixel selber ist. Das können wir dann als BF ausrechnen. Das ist im Wesentlichen eine zentrische Streckung. Dasselbe gilt natürlich auch für die Pixelgröße. Unser SD wollen wir zurückprojizieren in die eigentliche Rekonstruktionsebene. Dafür können wir auch eine zentrische Streckung ausrechnen und erhalten dann BD. Ihr seht es hier ganz gut aufgezeichnet. Das gleiche können wir dann auch entsprechend in Formeln ausdrücken, dass unser BF quasi über die zentrische Streckung ausgerechnet werden kann als RD geteilt durch RF plus RD mal SF. Und unser BD ergibt sich dann aus RF geteilt durch RF plus RD mal SD. Und natürlich, wenn wir eine kontinuierliche Rotation haben und dadurch dauernd aufnehmen, kann es dann zu weiteren Verschmierungen kommen, oder auch die Bewegung des Patienten könnte potenziell in Verschmierungen resultieren. Und daher kann man dann die gesamte Verschmierung, die während der Akquisition auftritt, eben ausrechnen als BF Quadrat plus BD Quadrat plus BM Quadrat, also die Verschmierung durch die Bewegung der Gantry, und daraus die Quadratwurzel ziehen, und damit erhalten wir diese gesamte Verschmierung. Was wir jetzt noch vernachlässigt haben, ist die Verschmierung, die durch Sampling und Rekonstruktion auftritt. Die können wir natürlich auch noch mit hinzunehmen, und dann kriegen wir die Gesamtverschmierung, die eben BF Quadrat plus BD Quadrat plus BM Quadrat plus BA Quadrat, und das Ganze durch eine Quadratwurzel ergibt uns die Gesamtverschmierung. Das heißt, was wir hier eben durch den Gesamtprozess an Verschmierung bekommen, hängt inhärent mit den Systemparametern zusammen. Und wenn ich so einen neuen CT-Scanner entwickeln möchte, dann ist es wichtig, dass ich mir eben vorher schon Gedanken mache,
wie gut die einzelnen Parameter eben aufgelöst werden können, weil dann kann ich vorher, bevor ich die ganze Gantry zusammenschraube, das ganze Gerät entwickle, schon Aussagen darüber machen, wie gut später die Ortsauflösung sein wird und ob ich überhaupt das Ziel erreiche, diese besonders feinen Strukturen zu sehen, die ich mir vorgenommen habe. Wir können das Ganze auch messen und das macht man typischerweise mit örtlich aufgelösten Auflösungsphantomen, zum Beispiel ein Streifenphantom, das quasi verschiedene Linien von unterschiedlichen Dicken darstellt. Und dann ist die Frage, kann ich diese Linien noch unterscheiden, wenn ich quasi es aufgenommen habe und rekonstruiert? Es gibt auch indirekte Verfahren, die dann mit einem dünnen Draht arbeiten, idealer dann kleiner ist als ein Pixel in der Rekonstruktion. Und damit kann ich dann quasi diese Punktspreizfunktion direkt messen. Und wenn ich die Punktspreizfunktion Fourier transformiere, bekomme ich die Modulationstransferfunktion und die kann mir quasi angeben, wie gut verschiedene Auflösungen dargestellt werden. Und typischerweise bestimmt man dann die Frequenz, bei der man noch 10% des Kontrasts hat und das wird als Grenzfrequenz des Systems angegeben. Schauen wir uns mal das Streifenphantom an. Hier oben das Ideale mit perfekten Stufenübergängen. Wenn ich die jetzt messe, dann sehe ich, je näher die Streifen beieinander liegen, desto mehr verwischt das Ganze und ich sehe irgendwann den Schwarz-Weiß-Unterschied nicht mehr, sondern nur noch ein verschmiertes Grau. Und dieses verschmierte Grau ist eben dann der Ort, wo ich die Linienpaare nicht mehr auflösen kann. Und wir können dann direkt aus so einem Muster ablesen, wo die Grenze des Systems ist. Wenn ihr in Fotomagazine guckt, da sind auch häufiger ähnliche Muster dabei. Was häufig verwendet wird, sind solche runden Kreise, wo dann radial solche Dreiecke oder Sektoren des Kreises eingezeichnet sind, mal in Schwarz und mal in Weiß. Und je näher ich zur Mitte gehe, desto mehr verschwimmen die dann. Der Vorteil aus dem Kreispattern hat, dass ich quasi auch noch richtungsaufgelöst feststellen kann, in welche Richtung die meiste Verschmierung auftritt. Es könnte zum Beispiel sein, dass unterschiedliche Richtungen unterschiedlich gut aufgelöst werden. Ähnliche Messungen kann man an einem Punktobjekt machen. Damit kann ich dann quasi diese Punktspreizfunktion messen aus dem rekonstruierten Bild. Wenn ich diese Fourier transformiere, kriege ich die Modulationstransferfunktion und sehe dann, welche Frequenzen nicht mehr gemessen werden können oder nicht mehr unterschieden werden können. Typischerweise ist jetzt mein Grenzwert bei 10%. Im Übrigen, ein typisches Maß für eine Ortsfrequenz sind dann Linienpaare pro Zentimeter oder Linienpaare pro Millimeter, weil wir eben anders wie in der akustischen Schwingung, wo dann quasi die Zahl der Schwingungen pro Sekunde, sind es hier eben Schwingungen über eine gewisse Distanz und das gibt uns dann eben räumliche Ortsfrequenzen. Über Rauschen haben wir schon ein bisschen gesprochen, als wir über die Röntgenbildgebung gesprochen haben. Wir wissen quasi, in jedem Detektorpixel haben wir Poisson-Rauschen. Durch den Rekonstruktionsprozess kann man dann für eine hinreichende Anzahl von Photonen sehen, dass wir das in der Rekonstruktion dann mit einer Gauss-Kurve approximieren können. Dafür kriegen wir dann einen Mittelwert und eine Standardabweichung, die im Wesentlichen beide davon abhängen, wie viele Photonen es eigentlich gab. Und wenn wir das Ganze dann über das Linienintegral transformieren, dann können wir sehen, dass wir quasi ähnliche Gauss-basierte Rauscheigenschaften rekonstruieren können. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass dieses Rauschen eben nun ortsvariant ist. Zum Beispiel hier sehen wir in dem Zylinderphantom links, dass wir quasi in der Mitte mehr Rauschen haben als am Rand, weil eben zur Mitte hin stärker absorbiert wird und dort einfach mehr Photonen verschwinden. Das heißt, dort ist das Rauschen stärker. Und wir können sehen, wenn jetzt Objekte vorkommen, die sehr, sehr stark absorbieren, wie jetzt hier, zum Beispiel hier dann rechts zu sehen, dass bei einem Phantom, bei dem wir eben zwei stark absorbierende Objekte haben, hier jetzt simulierte Knochen, das Rauschen auch noch anisotrop werden kann. Das heißt, wir sehen jetzt hier deutliche Strichmuster in die Richtung, in der eben die Strahlen laufen, die beide Knochen miteinander verbinden und in Richtung senkrecht dazu deutlich geringeres Rauschen. Das heißt, unser Rauschen kann nicht nur ortsvariant sein, sondern auch noch richtungsabhängig. Und das bringt auch schon die Überleitung zum nächsten Themenblock der Artefakte. Und wir wollen uns in der Folge kurz ein paar Artefakte anschauen und uns überlegen, wie die wohl zustande kommen. Unter anderem
Beam-Hardening, also Strahlaufhärtung, Streustrahlartefakte, Partialvolumeneffekte, Metallartefakte, Bewegungsartefakte und Trunkierungsartefakte, sprich, wenn der Detektor nicht groß genug ist, um das gesamte Objekt zu messen. Wie sehen diese Artefakte aus? Nun, bei der Strahlaufhärtung treten quasi die polychromatischen Eigenschaften der Röntgenstrahlung auf. Und hier sehen wir, dass quasi Materialien, die härter sind, die eben hohe frequente und niederfrequente Photonen unterschiedlich absorbieren. Wir gehen ja bei der Bildgebung momentan davon aus, dass im Wesentlichen alles aus demselben Material besteht und dass das nicht unterschiedliche Energien unterschiedlich absorbiert. Aber wir haben ja schon bei der Röntgenstrahlung gesehen, dass zum Beispiel dichtere Materialien wie Knochen niederenergetische Photonen viel stärker absorbieren als zum Beispiel Wasser. Ganz besonders haben wir es da gesehen an Blei und also Metalle zum Beispiel machen ganz, ganz fiese Artefakte. Und die treten natürlich genau dann auf den Strahlen auf, die eben durch entsprechend viel Metall laufen, während Strahlen, die durch wenig Metall laufen, viel weniger Strahlaufhärtungsartefakte zeigen. Die Wirkung der Strahlaufhärtungsartefakte ist im Wesentlichen so, dass quasi die niederenergetischen Photonen alle herausgefiltert werden und dadurch nur hochenergetische Photonen übrig bleiben und wir dann quasi mehr Energie am Detektor messen, als wir eigentlich erwarten würden. Und dadurch kriegen wir eben solche Strahlaufhärtungsartefakte, die typischerweise Streifen oder auch sogenanntes Cupping, also ein Becherartefakt, deutlich sehen, dass es eine Eindellung der Intensitäten zur Mitte hin gibt. Was sind typische Herangehensweisen, um das zu verhindern? Das sind natürlich Einsatz von Filtern, was wir auch schon kurz an der Seite gesehen haben bei dem Kapitel Röntgen. Und andere sind natürlich die korrekte Messung, dass wir auch wirklich diese energieabhängigen Effekte richtig messen und dann entsprechend ausrechnen können. Das werden wir uns gleich im nächsten Video noch angucken, wenn wir über energieaufgelöste Messverfahren sprechen, wie zum Beispiel Dual Energy und spektrale Verfahren. Wie sehen typischerweise diese Artefakte aus? Hier links, das ist jetzt tatsächlich ein Teil von der Uhr, also ein Beispiel aus dem zerstörungsfreien Testen. Aber was man an diesem Beispiel sehr gut sieht, hier sind eben sehr viele Metalle im Einsatz und Luft. Und wenn wir keine Korrektur vornehmen, dann kriegen wir solche hässlichen Streifenartefakte, die hier an verschiedenen Stellen im Volumen auftreten. Und jetzt habe ich hier unterschiedliche Kompensationseffekte. Einmal eben eines, das quasi nur auf einem Material basiert und dann eins, das eine Mehrmaterialkompensation erlaubt. Und diese können eben entsprechend besser kompensieren. Wir haben das Paper auch unten mit referenziert, falls ihr die Details nachlesen wollt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass ihr an der Stelle mal gesehen habt, wie so ein Beam-Hardening-Artefakt aussieht. Nun, eine andere Artefaktquelle ist die sogenannte Streustrahlung. Die Streustrahlung tritt dann auf, wenn im Körper Photonen gestreut werden, also im Wesentlichen immer. Und die sorgt natürlich dafür, dass Energie woanders landet, als es ursprünglich geplant war. Was man typischerweise machen kann, um das zu verhindern, ist, man setzt sogenannte Streustrahl- oder Antistreustrahlgitter ein. Und diese Antistreustrahlgitter haben dann kleine Lamellen, die quasi genau auf den Fokuspunkt ausgerichtet sind. Und wenn dort quasi Strahlung aus einer anderen Richtung kommt, wie hier im roten Pfeil, dann trifft die quasi auf die stark absorbierenden Lamellen und wird nicht gemessen. Und Strahlen, die direkt aus der Quelle kommen, werden eben nicht gehindert und können direkt gemessen werden. Damit wird Streustrahlung reduziert. Es gibt auch algorithmische Ansätze, wie wir jetzt gleich sehen werden. Und die führen natürlich auch zu einer Verzerrung des Bildes. Wir sehen hier eine Phantomaufnahme von dem Schädel. Links der Kopf, dann in der Mitte jetzt nach den unterschiedlichen Effekten aufgegliedert. Das ist einmal der Rayleigh-Compton-Anteil und dann quasi multiple Streuung, die eben auch auftreten kann. Also je nachdem, welche Effekte eben entlang der Bahn der einzelnen Photonen auftreten, können auch multiple Streueffekte auftreten. Und wir sehen hier, dass die Rayleigh-Streuung und die Compton-Streuung als auch die Mehrfachstreuung sehr niederfrequent ist. Und man quasi einen Schattenwurf zusätzlichen Verzerrung oder Weichzeichnung des Objekts erreicht. Und wenn wir jetzt das hernehmen und damit rekonstruieren, hier jetzt mal als Beispiel einfach ein einfaches Phantom mit einzelnen Kreisscheiben mit unterschiedlichen Materialien, dann sehen wir, wenn wir nicht korrigieren, kriegen wir eben solche Cupping und dunklen Stellen in dem Bild. Wenn wir einen Scan verwenden, der sehr, sehr stark kollimiert ist, sprich, wir nehmen zwei Metallplatten und fahren die sehr, sehr eng zusammen,
so dass wir quasi nur an einer Stelle noch mit unserer Röntgenstrahlung durchsehen können, also ein sogenannter Schlitzscan. Damit können wir dann ein nahezu streustrahlfreies Bild erzeugen, insbesondere natürlich bei den Cone-Beam-Geometrien. Wenn wir ganze 2D-Bilder aufnehmen, sind eben solche Streustrahleffekte sehr stark. Aber wenn wir eben ganz schnell und viele Sachen auf einmal aufnehmen wollen, dann bekommen wir solche Streustrahlprobleme. Wir können das dann auch korrigieren mit so einer uniformen Streustrahlkorrektur. Das ist quasi nur, dass wir überhaupt sagen, okay, wir haben jetzt halt gestreute Photonen und die ziehen wir überall uniform ab, also mit einer Konstante. Das gibt schon eine leichte Verbesserung. Wenn wir das Bild links mit dem dritten vergleichen, so richtig toll ist es nicht, aber man kriegt eine leichte Verbesserung. Und dann gibt es eben auch entsprechend messbasierte Rekonstruktionsverfahren, die eben die Streustrahlung fast vollständig herausrechnen können, wie hier im Bild D gezeigt. Und damit sind wir sehr, sehr nah an der eigentlichen Messung, wie wir sie zum Beispiel durch einen Schlitzscan bekommen würden. Aber der Vorteil in D ist natürlich, dass wir nicht nur diese Schicht gescannt haben, sondern ein komplettes Volumen. Ein weiterer Effekt, der hochgradig relevant sein kann, insbesondere bei schlechterer Auflösung, ist der sogenannte Partialvolumeneffekt. Und hier ist eben das Problem, dass wenn wir relativ große Voxel haben und unterschiedliche Materialien da drin haben, dann kriegen wir die ja nur als Mischung mit. Also wir kriegen quasi sowas wie den Mittelwert von μ1 und μ2, aber tatsächlich sind die ja nicht in diesem Voxel gemischt, sondern treten hintereinander auf. Den Partialvolumeneffekt können wir wie folgt erklären. Wir untersuchen jetzt verschiedene Fälle, wie die verschiedenen Absorptionskoeffizienten in verschiedenen Pixeln liegen können. Und den ersten Fall, den wir uns ansehen wollen, ist quasi, dass wir zwei Pixel haben, einer mit μ1 und einer mit μ2. Dann werden die von der entsprechenden Intensität durchlaufen und am Ende messen wir die Summe darüber. Das heißt, wir haben quasi I1 mal E hoch minus μ1 mal Delta X plus I2 mal E hoch minus μ2 plus Delta X. Also zwei Pixel, zwei unterschiedliche Materialien ergibt uns Ix. Sehen wir uns den Fall an, wenn wir tatsächlich beide Materialien gleich gemischt hätten in den Pixeln, dann hätten wir den Fall I ist gleich I0 mal E hoch minus 1/2 μ1 plus μ2, also die Mischung von beiden mal Delta X, die Mischung von beiden im selben Pixel. Und das ergibt uns dann quasi in zwei Pixeln I1 mal E hoch minus 1/2 μ1 plus μ2 mal Delta X plus I2 mal E hoch minus 1/2 μ1 plus μ2 mal Delta X. Und das ist eben nicht Ix. Das ist nicht das gleiche, wenn wir zwei Pixel haben, einmal μ1 und dann μ2 hintereinander, ist das nicht dasselbe, als wenn wir μ1 und μ2 in beiden Pixeln gemischt haben. Wir sehen also, das macht einen Unterschied, ob wir eine Mischung in dem Pixel haben oder ob zwei Materialien hintereinander folgen, führt zu unterschiedlicher Absorption. Und das ist jetzt das Problem, dass wir, wenn solche Partialvolumeneffekte auftreten, wir typischerweise weitere Artefakte kriegen. Und das kann entweder zu Streifen führen oder auch zu sogenannten Blooming. Und das Blooming sehen wir hier ganz gut, dass wir also so ein Abfallen der Intensitäten haben und wir keine klaren Grenzen rekonstruieren können. Das tritt insbesondere bei kleinen Strukturen wie zum Beispiel Gefäßen aus. Und wir sehen hier den Schnitt durch ein Gefäß und die entsprechenden Artefakte dazu. Eine weitere wesentliche Artefaktquelle sind Metallartefakte. Die sind jetzt sehr ähnlich zu Strahlaufhärtungsartefakten und ganz, ganz typisch für CT, weil wir eben typischerweise keine Metalle im Körper haben und alles in CT darauf kalibriert ist, in dem Bereich von Wasser richtig zu rekonstruieren und eben solche stark abweichenden Materialien wie Metalle sorgen dann häufig zu Problemen. Insbesondere kann es auftreten, dass das Metall so dicht ist, dass komplett absorbiert wird und sogenannte Photon Starvation oder eben das Verschwinden von jeglichen eintreffenden Photonen eintritt. Und das führt dann dazu, dass wir sehr, sehr starke Artefakte haben. Also wir haben im Prinzip eine Mischung aus starken Rauschartefakten und Strahlaufhärtungsartefakten, die diese typischen Metallartefakte ausmachen. Und mögliche Verbesserungen dafür sind eben entsprechende Modulation der Röhre oder eben auch Metallartefakt-Korrekturalgorithmen oder auch Mehrfachaufnahmen, so dass eben möglichst wenig Metallartefakte in derselben Ebene liegen, weil die Artefakte natürlich immer in der Scan-Ebene auftreten.
Hier wieder ein Beispiel aus der zerstörungsfreien Prüfung. Und was wir hier sehen können, ist zwei Scans desselben Objekts. Und hier haben wir das Objekt quasi gedreht. Bei 2a sehen wir, dass die Streifenartefakte quasi in der Scan-Ebene hier auftreten. Bei 1a treten sie in der Ebene senkrecht dazu auf. Deswegen sehen wir hier nur diese Streifen nach oben und nach unten, weil wir quasi genau in diese Richtung gedreht haben und jetzt virtuell das Volumen neu ausgerichtet haben, so dass 1a und 2a zusammenpassen. Und wenn wir jetzt die beiden fusionieren, dann können wir mit entsprechenden Kompensationsalgorithmen entsprechend deutlich bessere Bilder rekonstruieren. Ein Nachteil der hier gezeigten Methode ist natürlich, dass ich dann zwei Scans brauche und idealerweise weiß ich, wie mein Metall liegt und kann dann eine optimale Bahn für die Scan-Trajektorie entwickeln. Aber das ist natürlich auch schwierig und das hängt natürlich auch mit der Lage des Patienten zusammen. Das heißt, auch nicht alle Scanner sind dafür geeignet. Also zum Beispiel in der CT ist es schwieriger, wenn ich zum Beispiel so ein C-Bogensystem habe, bei dem ich die Quelle und den Detektor frei positionieren kann, kann ich versuchen, das gleich richtig zu scannen, so dass möglichst wenige Artefakte auftreten. Wir gehen ja im Moment davon aus, dass unser Objekt perfekt konstant ist während des Scans und sich nicht verändert. Tatsächlich ist es aber im echten Leben nicht so. Zum Beispiel, wenn wir das Herz scannen oder auch andere Teile des Körpers, kann es sein, dass Bewegungen auftreten und diese Bewegung widerspricht natürlich allen Annahmen, die wir in der Radon-Transformation treffen. Dort ist immer von einem konstanten Objekt die Rede und es gibt eben verschiedene Optionen, das zurückzurechnen. Im Wesentlichen schätzt man die Bewegung und rechnet sich dann die entsprechenden Geometrien aus, wie wenn die Bewegung nie stattgefunden hätte. Und mit solchen Verfahren kann man dann Bewegung auch kompensieren. Hier als Beispiel mal gezeigt, ein Schnitt durch Knie und im linken Bild sehen wir, das ist also im freien Stehen aufgenommen mit so einem C-Bogensystem, das ungefähr 20 Sekunden lang dreht, bis wir auf der anderen Seite sind und ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass wenn ich so lange stillstehen muss, ich das schon probiere, aber immer so ein leichtes Wackeln natürlich nicht zu vermeiden ist und wenn wir das entsprechend mit Markern tracken und kompensieren, dann können wir aus dem Bild links das Bild rechts zurückrechnen, indem wir eben nahezu keine Artefakte mehr haben, die eben diagnostische Qualität haben, während das Bild links wahrscheinlich keine soliden diagnostischen Aussagen ermöglichen würde. Das Thema interessiert, haben wir dazu natürlich noch die Referenz, die ihr euch genauer noch angucken könnt. Nun, ein letztes Artefakt will ich euch nicht vorenthalten und das ist das Trunkierungsartefakt. Sprich, wenn wir einen Detektor einsetzen, der nicht das komplette Objekt abbilden kann, dann bekommen wir quasi nur eine Region of Interest und das heißt, dass unser Objekt auf den Projektionen an der Seite abgeschnitten ist. Das ist so, wie wenn ich mit einem Rechteckfenster multipliziere. Das resultiert dann natürlich im Fourierbereich mit entsprechend starken Faltungen und bei der Rekonstruktion führt das natürlich zu ganz fiesen Artefakten und typische Ideen, um das zu kompensieren, sind zum Beispiel Symmetrieeigenschaften oder dass man davon ausgeht, dass das Objekt beispielsweise ein Wasserzylinder ist und mit diesem Wasserzylinder kann man dann die restliche Projektion einfach ergänzen. Den Teil will ich ja sowieso nicht zurückprojizieren. Es geht mir nur darum, dass wenn ich quasi mit dem Wasserzylinder ergänze, dass dann meine Filterung richtig durchgeführt werden kann und ich keine Artefakte bekomme. Nun, wie sieht dann sowas aus? Hier jetzt verschiedene Verfahren. Einmal die Referenz, das komplett gescannte Bild. Und hier sehen wir, dass der Detektor nur ein bisschen zu klein war. Aber links ist jetzt hier in der FBP etwas abgeschnitten. Wir sehen also einen hellen Ring an der linken Seite auftauchen. In der unteren Reihe sehen wir bei der FBP sogar auch auf der rechten Seite etwas abgeschnitten. Also hier haben wir ein beidseitiges Abschneiden des Objektes und das führt natürlich zu diesen hellen Streifen. Wir können mit der Wasserzylinder-Extrapolation WCE hier dann uns Material dazu erfinden. Wir sehen, die hellen Streifen sind weg, aber natürlich ist das, was wir dazu erfunden haben, nicht so sonderlich gut und wir können natürlich nur im Inneren des Messfelds richtig rekonstruieren. Es gibt dann iterative Verfahren, die das potenziell ein bisschen besser hinkriegen. Wir sehen aber auch hier, dass eine Total Variation regularisierte iterative Rekonstruktion auch mit der Trunkierung richtige Probleme hat. Aber wir haben ja den Trend des tiefen Lernens, maschinelles Lernen und KI ist überall. Und wenn wir jetzt solche Methoden einsetzen,
dann können wir auch viel besser den fehlenden Teil vorhersagen und bekommen bessere Ergebnisse und das dann in Kombination mit solchen iterativen Verfahren führt nochmal zu einer deutlichen Verbesserung innerhalb der Messregion. Und wir sehen hier, dass plausible Gegenden rekonstruiert werden von Teilen, die wir gar nicht gemessen haben. Natürlich muss man da extrem vorsichtig sein. Wenn wir was nicht gemessen haben, dann können wir das auch nur schätzen. Und das sollte man dann auch auf jeden Fall in der Diagnostik berücksichtigen, wenn nicht gemessene Teile dann eben durch solche KI-Verfahren hinzugefügt wurden, dass der entsprechende Mediziner auch weiß, dass das passiert ist und nicht davon ausgeht, dass das jetzt das richtige Bild ist, sondern hier wurde eben eine Extrapolation vorgenommen und das muss dann auch entsprechend richtig mitgeteilt werden. Wir sind schon am Ende des heutigen Videos. Also wir haben nochmal ganz praktische Dinge gesehen. Wie misst man Auflösungen in CT? Wo sind die Schwierigkeiten beim Messvorgang und welche verschiedenen Artefakte treten auf? Sonst sieht man eben nur, dass mit der Lösung über die gefilterte Rückprojektion alles wunderbar. Aber tatsächlich haben wir hier immer noch verschiedenste Artefaktquellen, die eben durch den echten Messvorgang zustande kommen. Und die müssen dann entsprechend kompensiert werden. Und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt dann im nächsten Video auch mal an, wie das ist, wenn ich wirklich spektral messe, also die multienergetische CT durchführe. Und da werden wir sehen, dass wir gewisse Dinge eben noch zusätzlich kompensieren können und auch gewisse Dinge auch quantitativ dann nachvollziehen können. Wir also nicht mehr das Problem mit den Hounsfield Units haben, in denen wir quasi nur relativ zu Wasser messen können und die Energie nicht richtig auflösen könnten. Das ist bei den spektralen Verfahren anders und die sehen wir uns im nächsten Video an. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Danke!